Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute wollte ich mal mit euch zusammen erste Programmierversuche machen für Leute, die vielleicht auch noch nie programmiert haben und vielleicht selbst mal ausprobieren wollen und schauen, wie das Ganze geht. Und zwar machen wir heute ein kleines Scratch-Tutorial. Ich wollte euch mal auf eine kleine Reise mitnehmen, so ein bisschen ausprobieren mit Scratch. Und für alle, die das noch nicht kennen, das ist so eine Art Programmiersprache, in der man gar nicht schreiben muss, sondern einfach nur Blöcke wie so Puzzleteile zusammensteckt und dann daraus eben eine Funktionalität entsteht. Und das Coole ist, ich habe nämlich vor ein paar Monaten eine Anfrage reingekriegt für einen Kinderworkshop. Das Ganze soll in Forchheim stattfinden und wir wollen so die ersten Programmierversuche machen und mit den Kids irgendwie ausprobieren und schauen, was es da alles gibt. Wir schnuppern jetzt auch mal in Scratch rein. Vielleicht holt ihr euch das dann auch zu Hause oder beziehungsweise besucht mal die Website, wenn ihr einen Laptop habt und probiert selber mal aus. So, ich hätte gesagt, wir wechseln jetzt mal ganz kurz direkt zur Webseite. Die seht ihr jetzt hier. Sie kommt auf scratch.mit.edu. Hier ganz interessant, die Endung edu steht immer für Education. Scratch ist die größte kostenlose Programmiercommunity für Kids der Welt. Deine Unterstützung macht einen Unterschied. Stelle Geschichten, Spiele, Animationen, teile sie mit anderen auf der ganzen Welt. So, und ihr seht schon mal ganz, ganz viele Beispiele, die Leute auch selbst schon erstellt haben und öffentlich stellen. Das heißt, ihr könnt selbst Dinge programmieren und die dann online stellen. Und andere können sich dann ansehen, was ihr gemacht habt und wie ihr es gemacht habt. Also man kann genauso die Blöcke ansehen, die man dazu verwendet hat. Also jetzt zum Beispiel kann man jetzt hier rein in die Loop und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel auf die Fahne gehen, drückt hier Start, macht ein bisschen Sound. Also Time Manipulation Puzzle Game, hier mit Hintergrundmusik sogar ein bisschen. Also man kann auch wirklich coole Sachen damit machen, also so richtig auch professionell, ich finde das schon echt Next Level. Hier oben kann man dann sagen, schau rein. Und dieses Projekt ist jetzt eben öffentlich bei demjenigen, bei Professor Öf aus seinem Profil. Ne? Und jetzt seht ihr da aber, das ist natürlich schon ein gewaltiges Programm mit so vielen Blöcken. Ja? Aber nicht erschlagen lassen. Man braucht nicht ständig so viele Blöcke. Nochmal zurück. Hier zum Beispiel Realistic Shadows. Also es geht darum, dass man kann Spiele programmieren, man kann aber auch einfach Szenen programmieren. Programmieren bedeutet nicht unbedingt, dass das Ganze immer so eine krasse Logik haben muss oder ein Spiel sein muss, sondern es geht dann mehr darum, dass man eben was visualisiert oder animiert. Manchmal reicht es auch zum Beispiel nur irgendwas zu animieren und damit man es besser sehen kann oder eine Idee besser umsetzen kann. Hier ist es auch super interessant. Finde ich sehr, sehr, das ist ja geil. Jetzt schauen wir mal hier rein in den Code. Und sehen, das Ganze ist hier so ein bisschen einfacher. Hier zum Beispiel ganz interessant, wenn die Fahne gedrückt wird, also die Fahne oben rechts ist der Startpunkt, dann setze X auf 0, setze Y auf 0 und wiederhole fortlaufend die Funktion. Ne? In der Funktion wird wahrscheinlich das immer wieder berechnet, wo der gerade hinschaut. Und hier seht ihr, es gibt verschiedene Blöcke. Bestimmte Blöcke kümmern sich, ne? Da gibt es bestimmt einen Block oder sowas, wo diese Elemente dann gezeichnet werden, die überhaupt an denen man vorbeischauen soll. Ich hätte gesagt, wir steppen jetzt erstmal rein, schauen uns an, was es alles für Blöcke gibt. Ich melde mich mal ganz kurz an. Und ihr könnt euch auch natürlich kostenlos ein Konto machen und Scratcher werden, meine Freunde. Ich melde mich jetzt hier mal an mit meinem... Ich bin Alex Zio, CA. Habe da ein eigenes Konto gemacht, habe schon ein paar Projekte, habe hier eine Beschreibung, kleine Projekte, um Scratch kennenzulernen. Ihr habt dann hier den Bereich eben in eurem Profil, wo ihr euer Profil... Was? So, jetzt bin ich auch Scratcher, jetzt könnt ihr mich auch erkennen. Da würde ich mir einfach mal ein Profil aufsetzen, dann habt ihr immer online die Möglichkeit eben eure Projekte da auch gleich zu speichern, könnt eben immer von überall drauf zugreifen, wenn ihr halt einfach eine Möglichkeit habt, irgendwo einen Laptop zu benutzen. Und hier seht ihr Lieblingsprojekte, Scratcher, die mich interessieren.
Okay, das scheint also so eine Gruppe zu sein, wo man ja, vielleicht mit anderen zusammenkommt. Hier gibt es auch viele Kommentare, verschiedene Projekte, die Leute einreichen. Immer dran, wenn ihr irgendwo mitmacht und auch selbst eigene Dinge macht, dann können auch Leute auf euch aufmerksam werden und ja, immer erste Schritte machen und einfach mal loslegen. So, also zurück. Wir haben hier das Profil, meine Sachen. Kontoeinstellung der Startseite. Seht hier, ihr habt entwickeln. Entdecken bedeutet, seht ihr mehr von den Projekten, die wir gerade angeschaut haben. Ideen. Was wirst du schaffen? Wähle dein Tutorial. Erste Schritte. Neu bei Scratch. Schau dir das erste Schritte-Tutorial an. So, ne? Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo es eben, das ist sozusagen unser Werkzeugkasten mit all den Blöcken, die es schon gibt, neuen Blöcken, die man definieren kann, einem Bereich, wie das bei vielen Programmiersprachen so ist, wo man dann das sehen kann, was man programmiert hat und dann das visualisiert wird. Das ist jetzt der Bereich, in dem wir unsere verschiedenen Blöcke haben. Ihr seht, hier sind verschiedene Farben. Je nachdem wurden diese Farben, diese Blöcke den Farben zugeschrieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jeder Mensch die gleichen Farben wählen würde, aber das ist jetzt nochmal so eine Frage. Hier würde ich mal sagen, wäre es ganz gut, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, wo man was machen kann. Das machen wir jetzt gleich. Dann kann man eben hier so durchscrollen, die ganzen Blöcke sich mal ansehen. Ihr habt hier den Bereich, wo ihr die Blöcke reinziehen könnt, zum Beispiel so. Hier rechts ist der Bereich, in dem das Ganze, was ihr macht, visualisiert wird. Und hier sehen wir jetzt hier diese Scratch-Katze. Ne? Das ist die Scratch-Katze. Ganz interessant, wenn wir hier die Scratch-Katze haben, dann haben wir hier oben rechts auch gleich halb durchsichtig die Scratch-Katze, damit wir wissen, bei welchem Objekt wir gerade sind. Weil wir können eben eine Scratch-Katze programmieren. Wir können aber auch gleichzeitig noch einen Ball programmieren, wenn der mit in der Szene liegt. Also probieren wir mal kurz aus. Hier unten sind nochmal Details zu der Figur, die ihr gerade angewählt habt. Also jetzt gerade momentan die Figur. Wenn ich jetzt hierher gehe, Basketball, es erscheint dieser Basketball hier unten. Ihr seht, den Basketball kann ich hier wählen, verändern und hier oben habt ihr dann auch mal den Ball. Ich muss hier unten draufklicken, dann wechselt hier oben das Symbol, damit ihr immer so ein bisschen eine Ahnung habt, wo ihr gerade selber ist. So, und dann haben wir natürlich noch bei dem Ganzen, haben wir ein, holen wir uns ein Bühnenbild und sagen, zum Beispiel hier die Scratch-Katze, die spielt jetzt gerade hier Ball, da ist der Ball, da ist die Scratch-Katze. Jetzt haben wir schon so eine kleine Szene aufgebaut, haben hier das Bühnenbild, haben die Katze und den Ball. Und jetzt schauen wir mal, jetzt wollen wir machen, wenn wir zum Beispiel diesen Block hier reinziehen, dann kann die Katze jedes Mal um 10 gehen. Ne? Wenn wir den Block drücken, dann passiert auch oft die Interaktion, die man mit dem Block machen kann. Also ich drücke jetzt hier rechts, rechts, rechts und das geht damit immer weiter. Aber der Nutzer später wird ja nicht auf irgendwelche Blöcke klicken und deswegen brauchen wir irgendwo, brauchen wir beim Programmieren immer ein Ereignis. Also irgendwas passiert, irgendwer klickt auf irgendwas Bestimmtes drauf oder drückt bestimmte Tasten und dann passiert was im nächsten Schritt. Und wir wollen dieses Event. Schauen wir mal kurz rein. Da sind Bewegung, Aussehen, Klang, Ereignisse. So, also immer bei einem Ereignis, ein Event, wollen wir, dass die Katze geht. Und zwar, hier seht ihr, das ist das Event, wenn dieser Pfeil, wenn diese Fahne oben gedrückt wird. Das ist immer der Programmstart sozusagen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Szene habt, wo sich viele Dinge animieren und einfach passieren, macht man oft einen Programmstart und dann ist erst die Möglichkeit, zum Beispiel Buttons zu drücken und dann im Spielfluss weiterzugehen, je nachdem, was derjenige programmiert hat. Oder manchmal gibt es zum Beispiel nur Animationen, dann drückt man die Fahne und dann animieren sich Dinge einfach so. Wir wollen aber, dass die Katze nur geht, wenn Taste nach Pfeil nach rechts, dann soll sie nach rechts gehen. Geht schon. Das ist ein Block. Wenn, gehen wir weiter hier. Das ist wichtig, interessant. Ja, hier kommt jetzt schon ein Stückchen Mathematik mit rein. Und zwar beim Programmieren hat man jetzt nicht irgendwo, ja, ich möchte jetzt nach rechts gehen und nach links gehen, sondern rechts ist halt sozusagen plus eine Zahl, also x, und links ist dann minus eine Zahl x. Also gehen wir hier 10 Schritte minus.
suchen aus, wir wollen nach links. Aber ihr seht, was, wisst ihr, was mir nicht gefällt? Ich hätte, glaube ich, gern, dass die Katze, dass das auch aussieht, dass die da hingeht. Aussieht, gehen ein Stückchen weiter runter, hier gibt es Aussehen, sag Hallo, wechsel Kostüm, wechsel zum nächsten. Interessantes Beispiel, wir müssen, glaube ich, dazu muss man ein bisschen was anderes machen. Und zwar, wir sind jetzt hier in diesem Bereich mit den Skripten. Und es gibt hier oben nochmal Skripte, Kostüme im zweiten Reiter. Da kann man draufklicken und Klänge. Klänge sind total crazy, meine Freunde. Kids lieben Klänge. Wir können den ganzen Tag ganz weirde Klänge machen. Und wir machen jetzt hier ein Duplizieren. Und sagen, dass die Katze gespiegelt ist. Zurück. Wir sagen, hey Katze, wechsle Kostüm, wenn du dahin gehst. Wenn du deine Schritte gehst, machst du Kostüm 1 plus, also wenn du nach rechts gehst, und wechsle Kostüm gespiegelt, wenn du, also wir laufen nach rechts, wir laufen nach links, wir laufen nach rechts, wir laufen nach links. Lustig, lustig, meine Freunde. So, jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit. Wir machen hier jetzt noch, das sieht ja nicht richtig aus, wenn die Katze nicht richtig läuft. So, wir wollen doch aber, dass sie richtig läuft. Hier nochmal ein. Okay. Und sagen, jetzt haben wir haben uns am Anfang vorhin dieses Kostüm geschnappt und einfach gespiegelt. Jetzt schnappen wir das Kostüm 2 und spiegeln das einfach. Und nennen es gespiegelt 2. Jetzt haltet euch fest. Jetzt machen wir hier gleich nochmal Kostüm wechseln. Sagen Kostüm 2. Und nochmal Kostüm wechseln. Sagen gespiegelt 2. Haltet euch fest. Was passiert jetzt? Wie ihr seht, seht ihr nichts. Moment, was hat er gemacht? Jetzt haben wir hier ein kleines Problem, glaube ich. Und zwar geht es mehr darum, wir haben ja eigentlich Kostüm 1 und dann 2. Aber wir müssen uns vorstellen, Computer sind so wahnsinnig schnell und manchmal können Computer halt aber auch Sachen ausführen, so schnell, dass man gar nicht sieht, was passiert. Also wollen wir zwischen den Wechseln der Kostüme ganz kurz noch eine Pause machen von 0,3 und machen jetzt mal links. Warum macht ihr das links? Minus 5, minus 5. Also ihr seht, das ist so lustig. Vorher habe ich keine 0,3 drin gehabt und er ist einfach sozusagen, hat so schnell die Kostüme gewechselt, dass man es gar nicht gesehen hat, dass er Kostüme wechselt. Aber jetzt sehen wir hier wieder, wir haben jetzt also die Pfeiltaste nach rechts. Normalerweise, wenn wir das so machen, rechts, dann wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben nur gespiegelt, aber wir haben gar nicht gespiegelt, wir haben nur das Bild gemacht. Also ihr seht, das ist so interessant. Man kann sich, beim Programmieren wird man einfach durchgehend entweder vom Computer selbst irgendwie durcheinander gebracht, von seinem eigenen Code, den man nicht überlegt hat richtig, und noch visuell von dem, wo man auch nochmal Fehler gemacht hat. Also es geht eigentlich durchgehend um eigene Fehler und deswegen ist Programmieren einfach so ein spannendes Ding, weil es dann nur darum geht, dass wir ständig selbst reflektieren und nochmal überlegen, wo wir wieder einen Fehler gemacht haben und in Zukunft noch besser aufpassen. So, wir haben jetzt die Katze gespiegelt, jetzt können wir nach links gehen, nach rechts gehen. Und jetzt wollen wir mal aber, dass die Katze auch das einfach mal irgendwie, ja, die soll da jetzt einfach erstmal laufen. Die soll jedes Mal laufen, wenn wir da drücken, dann soll die nach links oder nach rechts laufen. So sieht es jetzt aus, wenn sie nach links läuft und zwar das Ganze 10-mal wiederholt wird. Jetzt machen wir hier nochmal eine 0,5 rein. Und ihr seht, jetzt ruckelt der.
Der ruckelt das so ein bisschen und manchmal animierte, also eine Animation macht es schon irgendwie richtig, weil ich glaube, wir müssen einfach hier nochmal sagen, wenn du fertig bist, musst du einfach nochmal 0,3 warten, bis du wieder zum anderen Bild wechselst, weil sonst sieht das wieder komisch aus. So. Und rechts. So, schon haben wir eine Katze, die jetzt so mehr oder weniger schön läuft. Und das können wir jetzt natürlich irgendwie, das kann man jetzt immer so erweitern. Und da kann man irgendwie noch andere Objekte mit reinholen und die dann auch selbst animieren. Jedes Objekt hat nochmal so eigene Kostüme, eigene Klänge. Zum Beispiel können wir auch sagen, hier, wir gehen jetzt kurz mal zu Klängen über Ereignissen und sagen, die Katze kann zum Beispiel Spieleklang, Miau, stoppe alle Klänge, ändere Effekt. Ah, wir können zum Beispiel ändere Effekt auf, sagen, soll immer auf 100 sein. Jede Runde soll der Effekt um 10. So, jetzt müssen wir noch. Jetzt wollen wir das, aber jetzt merkt ihr, da geht es auch wieder, es gibt immer Plus und Minus. Macht irgendwas ganz krass. Und ihr könnt es krass hoch machen oder in den negativen Bereich. Und jetzt hier seht ihr, ich habe ja, das ist jetzt ganz hoch gegangen und wir gehen dann nach rechts. Jetzt mache ich zum Beispiel nochmal nach rechts. Und jetzt fängt der aber immer, der fängt immer wieder gleich an von rechts. Jetzt wollen wir mal zum Beispiel machen, dass der Minus. So, super cool, total nervig. Lieben alle Kinder. So. Jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit und zwar wollen wir ändere Lautstärke auf. Nee. Also, ihr seht, ihr könnt, wenn ihr Blöcke so reinzieht und ihr braucht die nicht mehr, könnt ihr entweder so lösche Block oder ihr zieht den Block da raus, wieder zurück in den Baukasten, dann verschwindet er auch. Wir verändern die Lautstärke mal immer direkt auf 40, weil super anstrengend halt sonst. Jetzt machen wir noch einen kleinen Freestyle und zwar, wir schnappen uns jetzt den Ball, also ihr seht, ich klicke auf die Katze und dann habe ich den Code und die Blöcke und ich klicke jetzt auf den Ball. Aber man kann mit Doppelklick kann man zwischen den Symbolen auch hier in dem Bereich wechseln. Und jetzt ist es so, dass der Ball, es gibt ja keine Physik in dem Sinne so vorprogrammiert, das muss man immer selbst hinzufügen. Und da machen wir jetzt erstmal, wir wollen immer, dass wenn ein Ereignis gedrückt wird, also oben die Fahne, dann soll unsere Szene schon mal anfangen, sich zu bewegen. Und wir gehen jetzt her. Wenn geklickt, dann wollen wir ändere Y um minus 2 oder 3. Wir machen erstmal, der geht jetzt erstmal runter. Okay, der geht jetzt noch nicht so richtig runter. Wir wollen wiederhole bis. Okay, setzen wir den wieder hoch. Also ihr seht, jetzt mit dieser Funktion haben wir schon gemacht, dass der so langsam runterfallen kann. Auch recht fließend. So, ganz geil. Und wiederhole bis. Jetzt müssen wir mal gucken, was es so noch gibt. Wir können hier zum Beispiel fühlen. Und sagen, wir könnten also jetzt fühlen zum Beispiel Rand oder Figur. Aber wir wollen. Genau. Wir nehmen jetzt hier diesen Block und sagen, wiederhole bis.
Ah, interessant. Position. Wieder dran denken. Ihr müsst immer ein bisschen nachdenken. Wo, was wollt ihr gerade machen und was muss man dazu suchen und was braucht man dazu? Genau. Und wir wollen eigentlich schauen, genau, wir können hier die Position ändern, wir können die Rotation ändern, wir können alles Mögliche ändern. Und hier haben wir die Variablen, und zwar x, y und Richtung. Und wir wollen sagen, immer wenn y, jetzt nehmen wir den Ball, und sagen, immer wenn der Ball minus, wenn er hier runter geht, dann seht ihr, dann wird der 150. Ah, wir brauchen ein anderes, wir brauchen dieses Ding. Nicht größer, wenn kleiner, genau. Ich habe mich nur verwirren lassen, weil die Zahl wird größer, aber sie wird eigentlich kleiner, weil sie wird ja immer negativer. So, wenn die Zahl minus 133. Na, und hier ist es auch wieder schön, ihr könnt ein bisschen rumexperimentieren, ihr müsst auch immer ein bisschen ausprobieren, wie das Koordinatensystem von Scratch genau aussieht. Und da gibt's, es gibt verschiedene Programme, wo Koordinatensysteme eigentlich immer wieder eigen sind. Hier ist wichtig, hier ist 0, 0, genau hier. Ja? Wenn ihr jetzt dahin geht, dann kommt ihr auf die Position x bis 200 und y ist halt, ne, ist halt hier eigentlich auch 0, genullt. Wenn ihr nach unten geht, dann habt ihr einen negativen y-Wert. Positiv ist hoch. Also das hier ist jetzt eigentlich wie so ein perfektes Koordinatensystem aus Mathematik. Rechts, links, hoch, runter mit Y und X. Und ihr könnt Dinge auch nicht so ganz aus dem Bildschirm rausmachen. Die gehen dann immer nur bis dahin. Genau, nur mal wichtig. So, wir setzen den Ball wieder zurück. Wir sagen, diesen Block brauchen wir nicht. Wir sagen, wenn die Position Y, dann wiederhol das. Und wenn nicht, dann wiederhole. Jetzt brauchen wir das andere. Und zwar, wenn größer, wir wollen den Ball jetzt zum Beispiel mal hier hinspringen lassen und sagen, er ist jetzt dann 27, 50. 50 passt eigentlich. Aber eine kleine, und dann sagen wir hier auch die Position ändere um 2. Jetzt fällt er, jetzt geht er wieder hoch. Und bleibt stehen. Warum? Einem gesagt, nur wenn ich die Fahne drücke, dann wiederhole ich es so oft, bis du runtergehst. Dann spring aus dieser Schleife raus. Dann spring so hoch, bis du über 50 bist. Und dann hör auf. Und alles Code, wie auch bei anderen Programmen, funktioniert so, dass es eben von oben nach unten abgearbeitet wird. Ne? Manche Sachen sind manchmal so ein bisschen verschachtelt und ausgelagert und dann finden die woanders statt, aber es wird immer eigentlich alles von oben nach unten abgearbeitet. Und damit wir jetzt so einen Flow reinkriegen und das Ganze jedes Mal eben dann auch wiederholt wird, also das soll immer die ganze Zeit in der Schleife weitergehen, nehmen wir hier fortlaufend weitermachen. Und zack. Yes. Und runter. Machen wir mal hier noch eine 2 rein, dann geht der ein bisschen schneller runter. Achso, nee, eine 3 wollen wir machen. Aber da probiert ihr einfach ein bisschen aus, schaut mal, was euch am besten gefällt und macht das Programm so, wie ihr denkt, dass es am besten ist. Jetzt fällt der Ball immer, aber irgendwie wäre es ja ganz cool, wenn der Ball fällt, dass da was passiert. Also, Spiele Klang, Bounce, Pop. Das machen wir jetzt immer, wenn er hier unten ankommt. Ne, ihr seht hier so runterfallen, hochfallen. Also man könnte es wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen besser timen. Man kann jetzt zum Beispiel auch, kann jetzt, damit es realistischer ist, kann man sagen, hier bis minus 135. Ja, da könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren. Was mir jetzt noch nicht gefällt, ich hätte zum Beispiel gern eine Zufallszahl. Zufallszahlen sind immer geiler. Und jetzt könnt ihr hier mal schauen, dann normalerweise geht der Ball jetzt irgendwie bis hier. Jetzt schauen wir mal, wie weit er hochgeht. Und damit das Ganze wieder auch nicht zu nervig wird, setzen wir den Sound hier gleich wieder auf 40%. Und was machen wir jetzt noch? Wir holen uns jetzt noch ein, zwei Überraschungsobjekte raus.
Aber bevor wir das machen, machen wir ganz kurz, will ich die Katze so immer ein bisschen durchlaufen haben. Wir machen jetzt, dass die Katze immer, wenn das kommt, wenn dieses Event kommt, sagen wir nicht, das passiert nur beim, wenn sie nach rechts geht, sondern jetzt läuft die Katze, jetzt ist aber ganz interessant. Und zwar, wir lassen die Katze die ganze Zeit weiterlaufen. Wir lassen sie immer weiterlaufen. Wir wollen sie aber jetzt mal hier wiederhole fortlaufend. Wollen wir diesen Block mit reinsetzen. Das ist nicht nur 10 Mal, das war ja nur, weil wir, das war noch, als wir selbst gegangen sind. Und falls, wenn wir den Rand berühren, dann hätte ich gern, dass die ändere x auf minus 272. Und was passiert dann? Nichts. Hier haben wir es. Wenn cos x größer 270, dann setzt die Katze darüber. Machen wir hier noch größere Schritte. Ich muss sagen, ich mag den Sound nicht mehr. Die kriegt jetzt 15er Schritte und jetzt kann sie da voll schnell durchsneaken. Aber Achtung. Ziemlich schön. Jetzt sneakt sie da die ganze Zeit so durch. Der Ball fällt so runter und die Katze läuft da entlang. Und jetzt wollen wir, und zwar habe ich mir gedacht, wir machen einen, wir sagen, das ist hier Baum, Kostümbaum. Der Baum ist jetzt eine eigene Figur, die habe ich jetzt selbst gemalt. Das finde ich total, ich finde das total geil. Aber ihr seht auch mal, jetzt passiert ein kleiner Fehler. Und zwar, die Katze läuft hinterm Ball vorbei, das ist okay, aber hinterm Baum ist irgendwie so ein bisschen falsch. Und irgendwie sitzt der Baum auch nicht so richtig. Also ihr seht den Baum, den könnten wir jetzt einfach so mal runter machen. Dann hat der so ein bisschen Realisticness, dass er vor der Katze ist. Dass die Katze am Baum vorbeiläuft. Deswegen muss die aber auch hier, wir können hier die Sachen anreihen. Und je nachdem, wo die sind, sind die da oder nicht. So. Und hier ist jetzt die Banane. Und ich will, dass die Bananas, die sitzen immer bei jedem Ereignis. Passiert hier Ereignis, Bewegung. Wenn man erstmal wiederhole. Rechts dreimal, wiederhole das dreimal, also wie beim, genau wie bei der Katze, nee, beim Ball. Ihr macht einen etwas, ihr macht so verschiedene Richtungen, verschiedene Bewegungen, die ihr machen wollt. Und machen wir, was machen Bananen für Klänge? Bite. Also Sounds sind schon was Cooles. Wenn man sich mit Musik auskennt, kann man da, glaube ich, echt coole Sachen machen. Aber manchmal sind Sounds auch einfach eher nervig oder das sind nicht so die richtigen. Aber wir müssen auch immer daran denken, wir können die ja selbst machen. Jetzt sitzt die Banane da und wir sagen, ich will die duplizieren. Weil da haben wir hier noch eine Banane. Mit Bananenbaum hängen. Und jetzt hat die Banane automatisch, weil sie dupliziert haben, eben auch diesen Block mit drin. Aber man kann natürlich den Block auch auf alle anderen Objekte umsetzen. Das heißt also, wenn ihr irgendwann mal bestimmte Funktionalitäten irgendwie aufgebaut habt, könnt ihr die einfach schnappen und anderen Objekten geben. Und deswegen ist es immer ganz cool, dass man da ein bisschen zu verschachtelt, ein bisschen die Sachen abkapselt und eigene Funktionalitäten programmiert, wie eben zum Beispiel diese Funktion, dass eben die Katze immer wieder von rechts nach links durchgeht und dann wieder nach rechts von links durchgeht. Und hey! Macht die Katze da? Ah, nee, dann habe ich es doch noch nicht so ganz. Okay, nee, wir wollen die Katze. Die muss also sozusagen doch an erster Stelle.
sie vor dem Ball, vor dem Baum. Ja, jetzt passt es. Aber ich merke, die könnte so theoretisch so 3D-Effekte schaffen oder so ein bisschen Parallax, wo die Katze hinter dem 2D-Baum vorbeiläuft. Aber ich bin total begeistert, dass man das so easy eben selbst Objekte machen kann, die dann irgendwie vielleicht auch sogar noch mit Funktionalität belegen kann. Und das ist einfach genial. Wir machen jetzt noch eine Überraschung. Klar, ich glaube, ich hätte mir von allen Sachen auch einen Taco gewünscht. Den Taco können wir jetzt, können hier unten die Größe ändern. Machen wir 30. Und wir legen den Taco hier immer hin. Ah, ich habe eine Idee, meine Freunde. Wir sagen immer, wenn Ereignis, dann aussehen, Taco, versteck dich. Dann setze Y auf diese Position und setze X auf eine Zufallszahl, meine Freunde. Und zwar können wir die zwischen minus 260 und 260 setzen. Und Achtung, jetzt machen wir einen richtig geilen Move, das ist fast Magic. Ja, zeig dich! Taco, what does Taco pop? It's a pop. Pop. Und diesen Block brauchen wir eigentlich jetzt nochmal. Also der ploppt. Und jetzt muss der mal fühlen. Eigentlich sollte der. Lass mal gucken. Wenn fühlen. Hier. Geil. Also sagen, wir starten das Programm. Versteck dich, Burrito, und setz dich erstmal auf eine Zufallsposition. Und dann sagen wir, Taco Taco, check mal aus, wenn du hier Figur 1, dann do the same. Ah, schaut mal, der Taco ist zu low. Ich glaube, der berührt die Katze nicht richtig. Nochmal. Yes. Was wir vorhin, kleiner Fehler, wir haben sozusagen gesagt, setz den Burrito einmal und wenn der Burrito einmal gesetzt ist, schau noch einmal, ob er die Katze berührt und dann hör auf zu checken. Und jetzt sagen wir durchgehend, wir geben ihm auf, hey, schau die ganze Zeit, berechne jedes Mal, ob du die Katze fühlst, fühlst du die Katze. Der Taco kann jetzt also die Katze fühlen und dann automatisch eine neue Funktion machen. So. Meine Freunde, ich hätte gesagt, das war es jetzt soweit von der kleinen Freestyle-Session mit Scratch. Ihr schaut einfach mal selbst mit rein und falls ihr sagt, ihr habt irgendwie Bock, ein bisschen mehr zu machen oder sucht jemanden, der irgendwie ein bisschen Nachhilfe geben kann oder so, meldet euch, schreibt mir eine Mail, schreibt mir einen Kommentar unter das Video oder sagt auch Freunden Bescheid, von denen ihr wisst, dass sie es gerne lernen würden. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit und das nächste Mal gibt es dann auch sogar gar endlich mal wieder ein Processing-Tutorial. Nachdem ich die ganze Zeit diese Processing-Nachhilfe gebe, bin ich total begeistert, wieder ein bisschen selbst zu programmieren. So, meine Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut!